Bin ich, Digga. Ach so, ja. Aber mal hier. Ah, jetzt habe ich schon gemacht. Oh. Ja, okay, den dann nicht. Kein Holz, shit. Geräusch. Nö. Okay. Fürs Erste müsste das reichen. Komm in ein Match rein, wo gerade Niederlage ist. Was ist das denn? Habe ich auch gehabt, Digga. Ich rede gerade bei. Kommt dieses Bildschirm Niederlage. Und das Schlimme ist, das zählt dann auch für meinen Account als Niederlage. Das heißt, du hast jetzt eine Niederlage mehr, wo du dafür gar nichts gemacht hast. Das heißt, du kannst gar nichts dafür, aber das zählt jetzt als du hast eine Niederlage mehr. Das heißt, deine Quote wird sich ein bisschen jetzt verschlechtern. Ich wusste, du für mich verheißt. Thank you.
Wusstest du, es gibt einen Suizid-Thaddäus, ne? So eine, das hat man früher immer gemacht. Also das haben diese Leute online immer, die haben das auch so aus Spaß irgendwie gemacht. Oder so ein bisschen, um Leute ein bisschen zu erschrecken. Und das war dann, dann hat er so ein komisches, so eine komische Fresse gehabt, so eine, die sah halt so ein bisschen hässlicher aus, so wie als Original. Und diese Fresse haben die einmal in einer originalen Folge reingemacht, weil die das so interessant fanden. Aber dann haben die das später ersetzt mit einer Banane oder so, keine Ahnung. Also dann hat ganz kurz, Banane. nenne auf den, Thaddäus hat dann in irgendwie in so ein Schlüsselloch geguckt und da war da auf einmal diese Fresse von ihm. Diese, so diese überarbeitete, also von den Fans gemachte, diese, was so, das sah dann so ein bisschen horrormäßig aus. Und das war eine originale Folge, war das dann irgendwann zu Dings war irgendwie zu brutal oder halt nicht so gut geeignet für Ach, ist aus Kinder. Deutschland weg. Nee, ich weiß nicht, ob das Deutschland war, aber auf jeden Fall, die haben das dann später ersetzt mit einer Banane oder mit irgendwas in Essen haben die es dann ersetzt. Dann hat er sich anstatt von seinem Gesicht einfach von dieser Banane einfach erschrocken. Also, weil das zu Dings war, so, das sah zu hässlich einfach aus. Aber sau, ja, okay, Digga, das ist schon echt. Der sieht da aus wie so ein Track-Junkie, Digga, in dem Bild. Gibt es einige Folgen, die so krass sind. Die neuen. Keine Ahnung, ob die nie hier geguckt, die neu. Ich habe ab 7.7. aufgehört zu gucken. Willkommenes Gesindel! Ich finde aber ganz ehrlich, das stimmt nicht mit ab 5. Staffel wird die Serie scheiße. Ich habe mir die 6. und 7. konnte ich auch noch gut reinziehen, Digga. Ich fand die richtig gut, diese Staffel. Was mit diesen Diamanten? Allein denn hast gesehen den einen Patrick, den anderen Patrick, ein Welch? fett noch fetterer. Kenn ich nicht, Digga. Nee, später ein Kumpel von Patrick ist das. Ach so, muss man sehen. Okay, dann bin ich ja viel weiter als du. Was? Was für ein fetter Patrick? Das ist ein Patrick, der ist aber noch fetter und das ist ein Kollege von Patrick, den er später kennenlernt. Ich kenne diesen, ich kenne den Doppelgänger von Patrick, diesen, der mit Bart, Digga. Also wie Stefan aussieht, dieser Patrick. Das ist ja gar nicht Patrick, sondern das ist ein anderer. Könnte aber wirklich Stefan sein auf den, in SpongeBob. Glaube, die Ärzte mache ich später, oder? Ja, ich mach die jetzt. Digga, warte mal, das mache ich ja. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Ich wollte einfach nur Cobblestone, Digga. Oh, ist auch nochmal Diamant. Digga, schaut mal, die Höhle ein bisschen zu erkunden. Ich sag so, ah, scheiß drauf. Wer? Ich. So dreckige Pisser, Digga. War einfach echt unter den Diamanten erstmal so ein bisschen Lava, Digga. Komm, einfach noch Diamanten, finde ich hier. Oh, mal auf hier. Ja, da sind dort die Diamanten, Digga, Mensch. Digga, einfach mal drei Diamantenquellen in einer Höhle.
Das Leben. Komm, einmal kann eh noch Diamanten hier, ne? Aber einmal kann man hier noch Diamanten finden. Einen Tunnel verirrt oder was? Nur einen Tunnel habe ich mich gerade verirrt, Digga. Aha, jetzt habe ich es, okay. Ich baue mal irgendwie einen neuen Tunnel.
30 bin ich schon. Das denn, Digga? Nintendo.